Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Scholz, Habeck und Baerbock wollen, ich zitiere aus der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, den sozialen Zusammenhalt stärken, Armut überwinden und inklusiven Wohlstand fördern. Zitat Ende. Wo hat das links-gelbe Bündnis Armut überwunden? Wo haben Sie inklusiven Wohlstand geschaffen? Machen wir doch mal einen Realitätscheck. Lindner lässt auf Sylt die Korken knallen, Frau Lamprecht kehrt mit dem Sohnemann in Berliner Luxusclubs ein, Habeck gibt uns Tipps zum Duschen und Frau Baerbock stellt fremde Interessen über Deutsche. Schaumwein und Tummer für die unfähigen Minister, Waschlappen, Wärmehallen und Wollpullover für frierende Bürger. Meine Damen und Herren, inklusiven Wohlstand fördert diese Regierung nur für sich selber. Die Bürger in Deutschland sind Ihnen doch völlig egal. Anstatt Nord Stream 2 zu öffnen, lässt diese Regierung zu, dass kritische Infrastruktur in die Luft gesprengt wird. Anstatt Kernkraftwerke weiter laufen zu lassen, führt diese Regierung einen peinlichen Eiertanz auf, um grüne Fantasiewelten vor der Realität zu schützen. Anstatt mit höchster Priorität ein Inflationsschutzgesetz auszuarbeiten, schreibt diese Regierung lieber die 100. Neuauflage des Infektionsschutzgesetzes, damit wir im Winter beim Frieren auch noch Maske tragen können. Und anstatt sofort auf alle Maßnahmen einzugehen und diese zu ergreifen, damit Bürger und Unternehmen ihren Strom und ihre Gasrechnungen zahlen können, verschenken sie auch dieses Mal wieder 11 Milliarden Euro Entwicklungsleistungen ins Ausland. Auf inklusiven Wohlstand für die Damen und Herren der Regierung verzichten wir gerne, wenn es dafür wieder Politik mit exklusivem Bezug zur Realität gibt.